würdest du Schuh des Manitou heute wieder so drehen? Da muss natürlich die Antwort sein, erstmal nein. Nein, Moment. Also da muss man schon unterscheiden. Ich würde den Film heute schon noch machen. Anders halt. Genau. Ja, mit anderen Gags, angepasst. Humor verändert, das muss ich dir ja nicht erzählen. Humor verändert sich. Du kannst dir Otto-Filme anschauen heute, die du ganz anders in Erinnerung hast und denkst, oh wow, das ist aber gewagt. Das würde ich heute wohl auch nicht so machen. Es gab damals übrigens auch schon in der Bully-Parade die ersten drei Staffeln, die habe ich komplett aus dem Verkehr gezogen. Ah, wirklich? Aber da habe ich keine Wokeness gebraucht und keinen Aufpasser, sondern wir haben irgendwann selber gemerkt, da haben wir viel experimentiert. Ja. Und das war auch so. Also wir haben damals Sachen ausprobiert. ProSieben war ein Privatsender, da war Anarchie pur. Die haben uns halt ein Team hingestellt und wir durften drehen.